Hallöchen und willkommen zurück bei Monster Hunter. Ja, nachdem wir nun die Story von Monster Hunter World durch haben, würde ich jetzt erstmal noch ein bisschen so den ganzen Nebenkram hier will abarbeiten. Gucken, was wir noch so freischalten können. Die Katzen-Gadgets auf jeden Fall noch holen und solche Sachen auf jeden Fall. Und vielleicht hier und da auch mal noch gucken, was wir dann gleich mal noch als erste Quest so machen können. Vielleicht so cool Tarot etc. Wie geht's dir? Hey. Hab schon auf jeden Fall ein bisschen Bock drauf. Ja, ja. Behemoth ist ja auch da. Mal gucken, was wir als nächstes machen. Ach ja, Lunastra ist ja auch noch. Die hab ich schon wieder ganz verdrängt. Vielen Dank. Und mal gucken, ob wir vielleicht auch noch ein paar Dekorationen rankriegen und sowas. Wäre auch nicht schlecht, wenn wir da schon ein paar hätten. So, das war ja hier Ende. So. Mal noch ein bisschen pusten. So. Was haben wir hier noch? Sonst nichts. Ich will aber eigentlich schon auf die Expedition gehen. Aber muss schon. So, das ist. Ach, ja, okay. Das eine ist Demon-Jod, glaube ich, ne? Oder? Ah, ne. Ja, okay, Behemoth und ja, alles klar. So. Das ist auf jeden Fall eine gute Quest für Jägerhandhunde. Können wir aber noch nicht machen. Fehlen uns noch ein paar Jägerringe. Aber das kriegen wir schon noch hin. Wäre halt geil, wenn es hier irgendwie wirklich eine Quest gäbe, wo man halt viele, sag mal schnell, Dekorationen bekommen könnte. Aber die gibt es ja leider nicht. Ja, doch, schluck die hier raus. Das wäre eine davon. Bei der gibt's gute. Und viele. Da müssen wir uns mal ein bisschen hinarbeiten. Machen wir gleich mal die hier. Mich echt daran machen, dass ich mal ein bisschen Zeug freischalte.
Hier wollte ich sowieso hin. Quest war ganz schnell. So ein bisschen. Deswegen kämpfe ich auch mit den Verteidiger-Sachen. Weil ich das ja auch gefragt wurde, warum ich das mache. Aber ich hatte halt nicht irgendwie erst Bock, mir großartig erstmal High-Rang irgendwelche Sachen zusammen zu craften, wenn ich das dann sowieso in Iceborne dann eh wieder machen muss. Deswegen, weil so kann ich halt wenigstens die Quests hier relativ schnell zügeln. Was ist denn hier los? Wohl nicht angehen. Da holt er einfach seine Frau. Ist ja unfassbar. Hält mich diese komische Wespe an. Ernst? Na los, komm. Hallo? Auch wenn ich sie nicht jagen muss, sie war halt da. Haha, oh, nice. Oh ja, schön. Ein Rubin. Damit kann man leben. Ah, das ist doch mal was. Hallo? Okay. Mal einen kurzen Leggings gemacht. Hallo? Du sollst das hier aktivieren? Ist das nicht dein Ernst? Sammel erstmal entspannt Spuren. Wie gesagt, sie war da, sie wollte ihm helfen, deswegen muss sie leider sterben. Einfach dieses scheiß Rotkern eingesammelt. Ah, ne. Alle hat zum Glück die Schleuderbomben gekonnt.
Wollte ich gar nicht. Nee, ja. Ach, das waren die Griftarot-Spieler, die ich da auszusehen aufgesammelt habe. Naja. Ich folge dir. Alter, warum leckt denn das jetzt hier manchmal? Also jetzt reicht's aber. Was ist da los heute? Sehr groß, kann das sein? Toll. Das kriegst du dreimal eine Schuppe. Frischheit. So, ist der Werder ja noch hier? Nö. Hilfe. Diese Kamera immer, ey. Das ist das einzige Nervige an den Spielkäfern, muss ich sagen. Ich wollte zwar schon wieder nach hinten, aber ja. Aber ja, man ist aber sportlich drauf heute. Alter! Wie einfach wird auch meine Blitzkapsel ignoriert hat. Das reicht aber, ja. Ding.
Jokai oder was? Nein! Ich wollte noch mal hochrennen, aber naja, nicht ganz funktioniert. So, das ist ja jetzt auch bald Geschichte. Ja, mit der Waffe ist es wahrscheinlich ein bisschen krass. Verstehe ich. Verstehe dann auch, dass das vielleicht für manche nicht ganz so cool ist, warum ich das mache. Weil es halt ein bisschen einfach ist. Ich sehe den Punkt, verstehe das auch. Aber ja, ich habe halt, wie gesagt, jetzt auch keinen Bock jetzt hier, dass die Kämpfe so ewig lange dauern und dass die ganzen Quests hier, keine Ahnung, zum Beispiel, dass ich halt für World alleine über 100 Folgen rausballer oder so. Das will ich dann halt auch nicht, weil Iceborne wird halt auch mit Sicherheit eh länger dauern als gedacht. Deswegen, da werde ich öfter die Fresse kriegen, weil ich das Fresse kann kriegen. Deswegen bin ich da. Es ist anders gestrickt, so dass ich da jetzt halt wenigstens in Eisbohnen halt mich vorkämpfe, beziehungsweise mich da hinkämpfe, mir dann dort halt ein bisschen was zusammen crafte, wo ich dann halt auch sage, das behalte ich. Und sowas. Beziehungsweise werde ich mir da halt eh mehr Rüstungen und Waffen dann zusammenbauen. Wenn ich das aber halt jetzt hier im High Rang auch gemacht hätte und so, dann ist es halt einfach. Dauert dann doch zu lange. Muss ich jetzt halt auch nicht, muss jetzt nicht unbedingt sein, denke ich. Und mit den ganzen Nebenquests und so, was ich jetzt noch holen will, dauert das ja sowieso schon ein ganzes Stück nicht. Hm. Ja, cool, Tarot-Spuren. Die wollen wir ja auch mal noch jagen. Halt auch alleine. Ob ich das schaffen werde, die dann halt zu besiegen, das bezweifle ich zwar. Aber ich mach's trotzdem immer ganz gern. Oh ja. Silberne Krone, sehr schön. Für die Ratjan. Ich denke, es macht ja trotzdem dem Spielspaß keinen Abbruch, wenn ich hier ein bisschen schneller vorankomme, sag ich mal. Also zumindest mir nicht. Für mich dauert das dann halt manchmal auch einfach zu lange, nur weil ich halt einfach zu wenig Schaden mache oder so. Das Feldteam hat sich am Haupttor versammelt. Sieht aus, als würde es zu einer Expedition in den Wald aufbrechen. Wo will er mit mir hin? War das jetzt wegen Kulftarot? Ich glaube. Ja, laber dich mal aus. Ich meine, es stört ja auch keinen, dass ich hier das alles wegdrücke, weil... Versteh. Hör zu. Hör mir zu. Ich werde es trotzdem gerne lesen, wir müssen halt dann halt einfach das Video ein bisschen langsam auf langsamere Geschwindigkeit stellen. Aber ich, da ich das halt auch alles kenne und wenn man mir dann halt hier zuguckt, das Spiel ist ja jetzt halt auch, weiß Gott, alt genug, denke ich, dass vielleicht die Leute, die hier dann zugucken, das Spiel vielleicht selber gespielt haben oder so.
Und ich meine, der verpasst jetzt nicht so extrem viel, wenn ich das halt alles wegdrücke. Winterfest. Yay. Hey, Partnerin. Hi. Erst mal da oben mit ihrem Labern. Da kann ich mich gar nicht erinnern. Achso, kann bis zur Expedition, aber ich wollte gerade sagen. Warum kann ich mich. Wäre cool gewesen, wenn ich mich halt gleich direkt irgendwie hätte runter teleportieren können. Aber ne. Da war ich gerade irgendwie ganz woanders. Das Feldteam hat sich am Haupttor versammelt. Sieht aus, als würde es zu einer Expedition in den Wald aufbrechen. Gut gemacht. Juhu, Herausforderermantel. So, nächste Quest. Bist du dann, glaube ich, auf Feuerschutzmantel werden? Nee, das nicht. Ja, Lampaflammer, glaube ich, das ist so ein Quatsch. Wie ich mir aber vor allem halt auch jedes Mal was zum Fangen mitnehme und das dann aber nicht durchziehe. Sorry. Na komm schon. Los jetzt. Lade schneller. Ach nun, komm schon. Ich denke mir halt auch, wenn ich jetzt die ganzen Nebenquests noch machen würde mit diesen ganzen Standardwaffen, dass es halt sich auch einfach noch mehr zieht, als es halt eh schon tut. Ach, schade. Wo bin ich? Nein. Ja, stimmt, die Kantinenzutaten muss ich ja eh noch eigentlich runter sammeln. Die versteckten. Zumindest die, die ich in der Nähe gefunden habe. Ja, wir schon mal hier sind. Thank you.
Das ist gut, wenn das mit so einer Stelle stehen bleibt. Kommt selten vor, würde ich mal sagen. Gerade jetzt, wo ich es gesagt habe. Eine Mal, wo ich getroffen habe. Und dann halt gleich den nächsten, den ich daneben schlage. Das war so klar. Aber dass es so viel Schaden macht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das war jetzt die Rache dafür, dass ich ihn getroffen habe, wo ich ihn eigentlich nicht getroffen hätte. Weil ich stand ja schon direkt unter ihm. Das sind auch immer solche Momente, wo ich mich frage, wie kann das sein? Also wie gesagt, ich habe ja vor uns auch eigentlich sichtbar daneben geschlagen und habe ihn getroffen. Aber ich habe ja gerade gefühlt, keine Ahnung, die Hitze aus seinem Bauch, die hat mich erwischt und gleich straight gekillt. Naja. Halb so wild. Nee, das will ich nicht haben. Hallo. Mich doch nicht zur Seite. Wo ist er denn hin? Thank you.
Sein Bodycheck war ein bisschen besser als meiner. Ja, klar, schwimm halt dann etwas spontan in diese Richtung. Wird doch bestimmt sowieso hier oben sein. Das ist der Stoff. Das ist aber uncool gelegt, das Scheißding. Rimmig. Hau da einfach wieder ab. So will ich. Hab gedacht, ich komme noch weg. Das nervt ja super extrem. Oh cool, komm mal ein Stück hier hoch. Oh, hey, nicht so. Komm, jetzt ausbrechen. Los, Vulkan. Komm schon.
Bring it on! Genau so. So, dann wird schon wieder sauer. Ja klar, aber du bist nicht, du Arschloch. Komm, zieh durch! Das war zwar risky, aber den haben wir noch gekriegt. Schön risky, aber durchgezogen. Hallo. Hallo? Ich würde es gerne aufsammeln. Aber das kann ich zum Aufsammeln. Das ist nicht gut. Ich brauche da wieder ein Stück länger. Ich hasse es. Warum immer diese Brocken herkommen, ne? Schon irgendwie komisch. Weil der hat ja keine diese Lava-Brocken auf sich irgendwie oder halt auch nicht wirklich solche Öffnungen oder was rauskommen könnte. Außer vielleicht aus seinem Arsch. Weiß nicht. Es ist jedes Mal dieser Millimeter. Ist da nicht wahr? Jetzt treffe ich bestimmt wieder mit dem ersten Schlag, obwohl du weiter hinten bist. Bist du da nur einen Angstköttel fallen lassen? Ach nee, das ist der Dummkäfer. Aber es sah gerade echt so aus, als wenn das von ihm kam. Was denn? Ist ja gerade explodiert? Mein Gott, es hätte hier noch ein Fenster zugeschlagen. Nehmen wir mal den Nitro-Kröte noch mitnehmen.
Wunderschön. So, dann müssten wir jetzt eigentlich den Feuerschutzmantel bekommen, glaube ich.